im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr wohl. Natürlich freue ich mich, wenn die Fans nächstes Jahr oder nächste Saison wieder ins Stadion dürfen und wir eine erfolgreiche nächste Saison spielen. Ich habe die Fans sehr vermisst, weil sie einfach ein Teil des Spiels sind und uns auch immer wieder pushen. Und ich freue mich einfach, wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen, weil es ohne sie einfach nicht das Gleiche ist. Ja, wenn ich das so zusammenfassen würde, war die Zeit in Dänemark mit meiner erfolgreichste. Ich habe dort in 3 Jahren über 100 Spiele gemacht, habe meine Zeit in Dänemark mit dem Pokalsieg beendet, bin dort als Persönlichkeit gereift, habe mein Englisch sehr gut verbessert und ich würde die Zeit in Dänemark schon sehr, sehr erfolgreich beschreiben und ist schwierig mit der Zeit in Deutschland zu vergleichen, weil es einfach zwei unterschiedliche Kulturen sind, aber beide haben mich sehr weitergebracht. Ja, wie ich schon in der ersten Frage angedeutet hatte, ich fühle mich sehr wohl bei der Viktoria, wurde sehr gut aufgenommen. Natürlich habe ich die Fans noch nicht so kennengelernt, wie man es, glaube ich, gerne möchte. Ich hoffe, dass es in der nächsten Saison anders ist. Ich fühle mich noch so fit und so voller Elan und auch voller Ehrgeiz, dass ich gerne noch ein bisschen Fußball spielen möchte. Und natürlich habe ich Pläne auf jeden Fall danach, aber ich hoffe, Sie können noch ein bisschen warten. Ja, da gibt es eigentlich mehrere. Mein erstes Bundesligaspiel für Werder Bremen in Köln sogar vor 50.000. Dann natürlich der Pokalsieg mit Sonderjüske. Das war, glaube ich, auch eins der Highlights. Ist ein Muss, ja, damit man gut gestärkt und hellwach ins Training geht. Ich denke, die Mischung macht's. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, um den Weg in den Profifußball zu bestreiten, muss man als Jugendlicher auf sehr viel verzichten. Aber ja, ich kann jedem nur raten, es lohnt sich. Und ich freue mich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Habe ich keine. Ja, ich musste schon erstmal schlucken. Also es hat mich schon doch sehr, sehr doll mitgenommen, obwohl ich jetzt schon einige Jahre hinter mir liegen, als ich bei Werder gespielt habe. Ich habe aber immer noch eine enge Bindung zum Verein und deshalb hat es mich auch sehr mitgenommen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach so schnell wie möglich wieder hochkommen. Mit Butter. Das wird man sehen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es klappt, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf Uwe kann man sich einfach immer zu 5000% verlassen. Ich denke, er macht einen super Job, ist immer für den Spaß zu haben und ein ganz, ganz feiner Kerl. Ich denke, er hat eine sehr gute Wahl getroffen. Es hat, glaube ich, lange gedauert. Er war sehr, sehr traurig, dass es so lange gedauert hat, aber ich freue mich für ihn, dass es endlich da ist. Das weiß ich noch nicht. Erstmal freue ich mich auf den Urlaub. Ich denke, die Mischung macht's. Er sollte Ruhe ausstrahlen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass er die entscheidenden Bälle hält. Das ist, glaube ich, das größte Plus.